Gut, dann schreiben wir den 27. Fex. Ihr habt nach einer langen Nacht bei Magister Abel mir und ein paar Keksen, einen guten Tee aus Maraskan die Nacht verbracht. Seid dann regeneriert. Die Nasenbluten von Abelmir, von Ömer sind wieder weg. Von Kiaras das Augenbluten. Und trefft euch dann wieder, wie ihr euch verabredet habt, in der, ja, in dem obersten Geschoss von Witwe-Prutz. Eurem neuen Hauptquartier. So, wie sieht's aus? Nun, ich denke, damit ist unsere Planung größtenteils abgeschlossen. Alles Weitere wird sich wohl erst vor Ort ergeben lassen. Erinnert sich noch irgendjemand an die Turniertage? Wann genau was stattfindet? Nein. Am ersten Tag geht es mit der Tjost los, so viel weiß ich noch. Und das beginnt heute oder morgen? Der erste Turniertag ist der 29. Fex, das ist also in 2 Tagen. Übermorgen. Gut, gut. Also wir haben noch genug Zeit, um euch allen, die es brauchen, ein Pferd zu besorgen. Und vielleicht aber mir die ein oder andere Lektion in höfischer Etikette. Naja, wir wollten doch uns doch sowieso noch da... Man hat doch gesagt, wir sollen sagen, wenn wir was brauchen. Da können wir einfach sagen, dass wir ein Pferd brauchen, denke ich. Für die Mission. Ich denke doch auch, der kaiserliche Stall wird wohl... Ja, ich gebe das Pferd doch am Ende wieder zurück. Die können das ja wieder zurückhaben. Ich will das nicht geschenkt haben, aber für die Mission ist das schon praktisch. Wir brauchen gute, schnelle und ausdauernde Pferde. Ausdauernd hätte ich. Vielleicht denke ich auch. Vielleicht noch ein zweites Pferd zum Tauschen. Ich im Sinn macht. Egal. Ihr seid der Reiter. Wir werden alle reiten. Ihr werdet wohl kommen, wir heim einmarschieren wollen, oder? Nein, aber ihr habt mehr Ahnung von Pferden, ob man ein zusätzliches Pferd brauchen könnte oder nicht. Der Gewinn, den wir rausziehen werden, ein zweites Pferd mit uns zu führen und dann zu wechseln, wird minimal sein. Vor allem, da man bei hartem Ritt in 2 Tagen in Wehrheim ist. Was dann würde wir nur noch mehr Last mit uns nehmen müssen, um Kraftfutter zu tragen? Ein Futter sollte sich am Wegesrand reichlich bekommen lassen. Wir müssen noch zusehen, dass wir früh genug die Papiere von... vom Alanfahner kriegen. Ja, manchmal muss man sich einfach auf die Alanfahner verlassen. Da reicht. Wird ja nicht umsonst die Perle des Südens genannt, ne? Richtig. Was hatte der Marschall euch eigentlich noch zu sagen, als wir raus sind? Er ist von unserer Beteiligung weniger begeistert als angebracht. Gar seltsam, der Mann. Von unserer? Was haben wir ihm denn getan? Nur von der Beteiligung der Perle des Südens. An der zuvor, an der bald kommenden Schlacht. Er schätzt die Regimenter Alanfas nicht so, wie sie geschätzt werden sollten. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Golgariten das ein oder andere gegen eure Anwesenheit auf dem Feld vorzutragen haben. Sie können das ja gerne vortragen. Nach der Schlacht. Du hast recht. In diesen Tagen müssen wir alle erst einmal zusammenhalten. Wenn das Mittelreich ein weiteres Mal von Al-Anfas Gnaden gerettet wurde. Wahre Worte. Ich schnaufe nur einmal kurz und vertiefe mich wieder in meinen Booten oder so. Ja, wenn naja, du im frischen Booten liest, kannst du wohl erkennen. Skandal um hochrangigen Offizier und Helden in Garret. Oberst Alrik vom Blautern im verbotenen Duell. Oh nein. Oh nein. Seht ihr das? Karino, habt ihr das schon gelesen? Nein, was denn? Oberst von Berg hat sich duelliert. Und so wie es aussieht, hat er... ist Jost Adersin wohl verwundet worden. Endet? Und der Bote gibt sich hier ein wenig, ja. Alrik vom Blautern unterhielt offenbar eine innige Liebelei zu einer Geräter Schönheit der jungen edlen Andane zu Raulsmark.
Was für den bekanntermaßen schwer zu bindenden Oberst zunächst eine rayanische Affäre war, wurde bald zu rondrianischem Ernst. Als er in das Schlafzimmer ein gehörnter Ehemann trat, musste der Oberst wohl erkennen, dass die Edle ihm verschwiegen hatte, dass sie bereits verheiratet war. Zudem war der Gatte niemand Geringeres als Jost Adersin. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem bekanntesten Schwertmeister Garitz, forderte er den Oberst auf ein Duell aufs zweite Blut, um seine Ehre wiederherzustellen, trotz allen Duellregeln zum Verbot. Das Duell im Morgengrauen stand unter einem schlechten Stern. Es gab winterlichen Nebel, ein bisschen Rabenkrächzen, der Bote ist noch druckfrisch, während du dann umblätterst, liest. Es gab wohl noch ein paar Leute, die dabei gestanden haben, Zeugen, die dann dieses verbotene Duell beobachtet haben. Oberst von Blautern trieb zunächst ungestüm auf den Schwertmeister zu, und mit der Dauer siegte allerdings die Erfahrung von Adersin. Hieb und Hieb musste dann der Oberst den Kampf wohl etwas mehr einstecken. Hat weiter an Ausdauer verloren, so steht es hier zumindest drin. Und dann, eher unglücklich, stürzte er wohl in die Klinge und diese zerbrach. Oberst Alrik von Blautern bricht wohl öfter mal die Klinge, ist hier wohl auch eine Anmerkung der Redaktion. Ist dann also gebrochen und zerfraß das Gesicht von dem Schwertmeister Adersin. Hat dabei das Auge zerstört. Und dann kippte er zur Seite. Es wurden auch noch ein paar Heiler gerufen, so steht's hier drin. Haben wohl aber nicht geholfen. Man erzählt sich ja, der Oberst sei verflucht. Dass ihm dauernd die Klinge zerbrechen würde. Was für eine dumme Aktion. Da muss ich euch zustimmen. Ich werde gnädig sein. Die Rondrakirche wird das bestimmt nicht gut heißen. Habe mir, das war der Mann, der dir eine Schelle gegeben hat. Deswegen sage ich ja, eine sehr dumme Aktion. Ja. Und es herrscht ein sehr dumm Menschen. Die Kirche wird, da hast du recht, ganz und gar nicht gefallen an der Sache finden. Aber ich denke, die werden das schon unter sich ausmachen. Ich meine, er ist ein großer Mann, die Rundere Kirche ist eine große Rundere Kirche. Die finden sich da schon und klären das. Sie werden so kurz vor der großen Schlacht wohl kaum den Oberst einbuchten. Dennoch, ein solches Duell auszuführen, kurz vor einer so wichtigen Schlacht, das grenzt wahrlich an mehr als nur Dummheit. Das Rayanische wollte ich gerade sagen, das ist bestimmt auch, aber nein, ich meinte das Rayanische und vielleicht das Rondranische Feuer brennt manchmal heiß. Dennoch lehrt Raya auch Harmonie und Vergebung. Vergebung ist schwer, wenn man einen fremden Mann im eigenen Bette findet. Ich bin mir ziemlich sicher, der Ehemann war zu diesem Zeitpunkt eher von Travias Eifer ergriffen. Wer könnte es ihm vorwerfen? Ich frage mich, was die Adersins jetzt wohl tun würden. Ist das eine bekannte Familie? Und natürlich, sie haben... Das sind große Fechtmeister. Ich blätter dann erstmal den Boten weiter. Sie warten mit der Fehde bis nach dem Krieg. Ja. Erdan Adersin soll den Tod seines Bruders bleich, aber gefasst mit angesehen haben. Er trug den Leichnam eigenhändig zum Boron-Tempel. Noch gibt es aber Gerüchte, der Schwertmeister hege Rache für den Tod seines Bruders und gelobe eines Schwertgesellen eine besondere Belohnung, wenn einer von ihnen Arik vom Blautern tötet. Gemunkelt wird vom doppelten Jochschlag, einem angeblich unschlagbaren Kampfmanöver, das derzeit nur Adersin beherrscht. Glaubt ihr diesen Humbug? Ich schmeiß den Boten vor mir auf den Tisch. Nun ja, es sind Mittelreicher. Die haben einen gewissen Hang zur Theatralik. Das müsst ihr diesen... gerade sagen. Da habt ihr recht, aber mir. Ich? Ein guter Punkt. Ich wollte es gerade selbst erwähnen, aber ihr drückt es so eloquent aus. Wir sind beherrscht. Wir wissen, wie man Affären führt. Ja, Torwallerin und so, ne? Ich bin mir reichlich sicher, Torwallern. Dass mit der Witwe Brutz zwei Zimmer weiter ihr überhaupt keine Affäre führt. Die kommt ja auch so an, dass ich mit... Eine merkwürdige Vorstellung habt ihr. Nichtsdestotrotz, man hätte es diskreter regeln können, aber, nun ja, dieser von Blautan vom Berg von Blautan scheint wohl ein rechter... Nun, wie soll ich sagen, ein Raya-Geselle zu sein. Nichts gegen euch, Kiras.
Und er hat damals den Ort geschlagen. Man kann ihm wohl das eine oder andere Laster erlauben, nicht wahr? Eine gute Tat wird doch keine schlechte Tat auf, oder doch? Wenn dem nicht so ist, was tun wir dann überhaupt, sein Jahrhundert? Nein, wir tun Gutes, weil wir davon überzeugt sind, dachte ich. Ich dachte, ihr Bannstrahler kämpft für das Reich. Komm, Raffi, ich muss noch eine Kleinigkeit erledigen. Ich will noch heute 200 Dukaten unter die Menschen bringen. Ich kämpfe für Kronas göttliche Ordnung. Warte, lass mich noch eben mein Schwert holen, dann folge ich dir. Ich hole eben mein Schwert und dann laufe ich immer hinterher. Moment. Wie viel hat er gesagt, will er unter das Volk bringen? 200 Goldstücke. Nun ja, vielleicht sollt ihr das auch tun. Vielleicht leben wir in zwei Wochen nicht mehr. Er sagte Bettler, oder? Er sagte Volk. Nein, wenn ich da jetzt hinterher gehe, habe ich nur wieder Papierkram. Ich zog auch nur mit den Schultern. Ein merkwürdiger Mensch. Misorun denkt wieder an den großen Haufen an Dukaten, den ihr aus seinem Rucksack gezogen habt. 800 Dukaten in Edelstein. Ich bin immer noch davon überzeugt. Irgendein Geschäft hat er mit dem Herrn Fex abgeschlossen. Er ist Bettler. Das ist buchstäblich sein Geschäft. Und er erscheint unter einem besonders guten Stern zu stehen. Gut, ich werde mich zuerst einmal um ein turnierfähiges Pferd kümmern. Möchte jemand mitkommen? Oh, gerne doch. Verständlich. Wenn es um Pferde geht, bin ich immer dabei. Wenn es um Turniere geht, bin ich immer dabei. Ich glaube, ich werde noch ein wenig aufräumen. Braucht ihr nicht auch ein Pferd, Herr Abelmir? Ich glaube, ihr seid die erfahrene Fachkraft für so etwas, nicht wahr? Ihr habt ein wesentlich besseres Auge als ich. Das Pferd muss seinen Reiter, genauso akzeptieren wir der Reiter das Pferd. Ihr solltet also vielleicht mitkommen. Na gut, wenn ihr auch besteht. Außerdem habe ich Angst, dass ihr euch hier wieder irgendwas verwickeln lasst, wenn ihr allein durch die Stadt rennt. Ihr habt kein Vertrauen an mich. Das erste Mal, dass ihr hier wart, werdet ihr fast abgestochen worden, bevor ihr die Tore durchschritten habt. Ja, das liegt an eurer Stadt. Beziehungsweise an der Stadt Garad. Im Horasreich würde etwas nie passieren. Gestern erst seid ihr von Oberst Alrik verhauen worden. Ja, es war ein kleiner diplomatischer Zwischenfall, aber ihr seht ja selbst, ihr habt die Reichsbrüderin beleidigt. Naja, das kann... Es war nicht meine Absicht, das versichere ich euch. Beschämter gefühlt als in diesem Moment. Wo sagt ihr, wollt ihr Pferde kaufen? Ich spüre hier Spannungen, die wir definitiv beheben müssen. Spannung? Definitiv. Das ist ein Thema, das wir ansprechen müssen. Das ist etwas, was wir beheben müssen. Eine solche Disharmonie könnte uns noch zum Verhängnis werden. Was schlagt ihr vor? Den Besuch einer Praiustagsschule? Das ist Schnaps. Eine gute Oper? Selbstgeißelung soll ja helfen. Ich denke, eine gute Therapiestunde mit ein wenig reihergefälligem Rausch wird definitiv helfen. Und dann könnt ihr mir beide ganz klar und deutlich erzählen, was vorgefallen ist und wie ihr euch dabei fühlt. Ihr wollt, dass ich von meinen Gefühlen rede? Selbstverständlich, das ist das Wichtigste überhaupt. Ihr müsst euch erst einmal selber im Klaren darüber sein, wie ihr euch fühlt und wie ihr denkt, bevor ihr irgendetwas tun könnt, um nun überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Nun ja, ich fühle mich momentan am Leben. Ich weiß nicht, wie es bald darum steht, aber nun ja, es geht. Lasst uns losziehen, um erst einmal reihegefällig Pferde zu kaufen und dann werden wir uns zusammensetzen bei einem guten Kelch Wein. Dann könnt ihr mir eure Geschichte erzählen und beide mir eure Seite dessen erzählen, was vorgefallen ist und woher diese Disharmonie kommt. Nun, wir werden sehen, was ich euch erzähle. Jalan. Amelmir.
Nach euch bitte. Ich buxiere dich so ein bisschen heraus aus der Wohnung. Ja, währenddessen sind Ömer und Rafim schon Seite an Seite durch die Stadt Gerd unterwegs. Ein Zwerg und ein Riese. Ömer, was willst du jetzt nochmal genau machen? Wie stehst du eigentlich zu Bohnen? Was? Wie du zu Bohnen stehst. Naja, mit einem guten Fleischeintopf dazu ganz lecker. Genau, das habe ich mir auch gedacht und deswegen wollte ich ganz gerne das Geld in den Bohnen stecken. Gute Idee. Dachte ich mir. Und wie viele Bohnen willst du kaufen? Ja, was man so bekommt für die Kohle, die ich gerade angedeutet habe im Haus. Ich glaube nicht, also, dass ich so viel Bohnen tragen kann. Nee, also ich glaube auch nicht, dass du irgendwie so... Naja, ich habe das mal den Kopf überschlagen. Ich denke, dass wir irgendwas zwischen 10 bis 100 Quader bekommen. Ein Quader ist eine Tonne? Ja. Ja, also... Dann sind wir aber... das passt doch nicht in das Haus von der Frau Putz. Wenn du da 100 Quader Bohnen reinlegst, dann steigt die uns aufs Dach. Nee, dann hat die kein Dach mehr. Dann ist das ein Bohnendach. Aber nein, die kommen gar nicht dahin. Ach so. Hast du ein Lagerhaus? Noch nicht. Ah. Deswegen sage ich ja, je nachdem, was die Umstände kosten, ne, sind das so zwischen 10 bis 100 Quader. Ah. Gute Idee. Genau. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Travia-Tempel. Ja. Geh voraus. Ich finde mich in dieser komischen Stadt hier gar nicht zurecht. Kein Thema. Der Voron-Tempel ist auch überhaupt kein Orientierungspunkt so mitten außerhalb der Stadt. Wie soll man sich denn da zurechtfinden? Ja, auf die Gassenwissenprobe von Ömer verzichte ich einfach mal. Ihr werdet euren Weg in Richtung Schlossviertel finden. Vorbei an dem Hause, das vor einem Jahr gebrannt hat, der Fuchsbau, das alte Theater. Vorbei am großen Rondrak, an der großen Rondrak-Kirche. Könnt ihr dann am Perrine-Tempel vorbeigehen und trefft dann am Krautmarkt auf den Travia-Tempel. Und dann über hinein. Ja, ist ein zweigeschossiger, schlichter Holzbau, der hier wieder nach oben gezogen ist. Hat wohl auch vor ein paar Jahren mal gebrannt. Zumindest weist das eine Plakette auf. Alles Geld, was hier irgendwie gespeist wird oder was hier irgendwie gebracht wird, alles Geld, was hier gespendet wird, wird wohl für die Armenspeisung übrig sein. Und genau deswegen ist wohl auch Ömer hier. Nicht um selber als armer Mann hier sein Essen einzufordern, sondern um seine Spende dazulassen oder um nach Hilfe zu fragen. Ja, dann sucht man einen Geweihten oder einen Geweihten. Die erkennt man immer ganz gut an ihrer Kleidung. Ja, klar. Du kannst sehen, eine ziemlich pausbäckige, etwas wirr reinblickende Frau mit Grießbrei in den Haaren, hat da so einen großen Suppenkelle mit noch mehr Grießbrei vor sich, ein riesiger Topf, guckt sich dann pausbäckig an, wenn du dann neben sie trittst, Mutter Walgrit, kannst dich dann neben ihr stellen, wenn du selber keine Essensschlange da dann haben willst, und während sie dann den Leuten vor dir, neben dir gibt, kannst du mit ihr sprechen. Euer Gnaden? Ja, mein Junge. Sie kneift dir mit ihrer einen, mit ihren einen Wurstfingern kneift sie dir so ein bisschen in die Backen. Was kann ich für dich tun? Du siehst ja verhungert aus. Mir ist alles gut. Wie eine Bohnenstange siehst du aus. Du brauchst mal was auf den Rippen. Ich habe hier früher viel gegessen und Bohnen ist genau das richtige Thema. Aber ich bin nicht mehr arm und deswegen möchte ich ganz gerne wieder den Spieß umdrehen und etwas spenden. Ja, das ist ja lieb von dir. Was hast du denn gedacht? Ömer, zwei Silber? Drei? Mit dem Kopf Richtung ganz nah zu dem Ohr. Wir müssten da über etwas Dringenderes reden. In Wehrheim wird es bald drunter und drüber gehen. Jede Menge Flüchtlinge und ich wollte ganz gerne dafür schon mal 200 Dukaten spenden. Wir müssten die anlegen und dafür bräuchte ich ein wenig eurer Hilfe und etwas Zeit. Sie hustet so ein bisschen. Hatte da wohl noch vielleicht ein bisschen Grießbrei im Hals stecken. Selber dann noch irgendwie... In den Topf reingegriffen, legt sie dann die Suppenkelle weg, ruft dann irgendwie Vater ganz lieb oder ganz treu herbei, ein alter Mann mit grauen Locken und wird dann selber da erstmal weiter bedienen, während sie dann mit dir in die Sakristei geht, da wo ihr alleine seid. Ja, dann, außer jetzt hier mein Basaltfaust-Freund Rafim, der soll mitkommen.
Ja, genau, klar. Also folgt dann wie ein Schatten. Ein 200, großer Schatten. 200 Goldmünzen, ja. Wir reden hier nicht von Silber- oder von Kupfermünzen, sondern von Gold. Ja, ich kram mal kurz in meinen Rucksack. Es dauert eine Zeit lang und dann hier, zack, und hol zwei Scheine hervor. Hier, das sind von der Nordlandbank. Das sind zweimal 100 Dukaten Goldwechsel der Nordlandbank, die gültig sind. Die habe ich ja dieses Jahr aufgenommen. Bei Travias Gänsekielen. Nee, mir geht es noch um viel mehr. Und zwar ist es so, dass in Wehrheim bald sehr, sehr viele Flüchtlinge ankommen werden. Denn schlimme Ereignisse werden passieren. Und deswegen würde ich ganz gerne, dass wir irgendwas organisieren, was hilft. Ich dachte daran zum Beispiel, und deswegen hätte ich ganz gerne eure Expertise, dass wir vielleicht irgendwie in Almada und ein bisschen südlich von uns in den Regionen eine Menge sowas wie Bohnen kaufen, einfache Nahrungsmittel, und diese nach Wehrheim bringen lassen, dort in einen Lagerplatz, der groß genug ist. Je nachdem, wie viel auch immer das ist, für die 200 Dukaten, was wir da bekommen. Und da würde ich euch ganz gerne bitten, mir dann zu helfen, das Ganze dann zu verwalten. Also ich kann das persönlich nicht tun, weil ich auf Reisen bin, aber ich dachte mir, die Travierkirche vor Ort dann. Oh, Ömer, du bist ein Engel. Du hast uns damals schon so viel geholfen. Wie sollen wir euch das denn wieder zurückzahlen? Gar nicht. 200 Dukaten. Ihr sollt es einfach an die Menschen geben, damit die was zu essen haben. Ja. Na, 200 Dukaten, damit kann ich auch nicht umgehen. Da müssen wir die Fexkirche mal fragen, ob die uns helfen können. Was hältst du davon, Ömer? Ja, genau. Daran habe ich auch gedacht, dass wir irgendeine größere Handelsorganisation brauchen. Und ich denke, bei so göttergefälligem Werk ist der Fex-Tempel der Goldrichtige. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann begleite ich dich zum Tempel von Handel und Wandel. Der ist ja auf der anderen Seite. Ich glaube, da finden wir dann jemanden, der sich damit auskennt, wie man 200 Dukaten in den Bohnen investiert und da dann Mengenrabatt bekommt und das dann reisetauglich verpacken lässt, damit das dann nach Wehrheim gebracht wird und da dann ein Lagerhaus. Das kriegen wir schon hin, aber das werden wir einfach auf den Namen der Travierkirche laufen lassen und dann kriegen wir da sicherlich den Kirchenzehnter lassen. Ja, super. Ja, Kirchenzehn, ich meine, das ist ja schon eine Spende, die ist ja schon, ja, also wir können doch, ich finde, die Fexkirche soll sich den Teil, den sie meint, der fexgefällig ist, davon abzweigen. Ja. Das ist so viel Geld, wenn die sich jetzt 10 Dukaten einstecken und sagen, oder 5 Dukaten einstecken, was auch immer sie glauben, was ihr Anteil davon sein soll, dann wird das fexgefällig sein. Ja. Ich glaube, wenn du vorher zu mir gekommen bist, wird das dann eben nicht dein Geld ist, sondern Kirchengeld, also jetzt schon als Travia-Spende gehandhabt und geführt wird, dann wird man da sicherlich drauf verzichten. Ich glaube, du hast allein schon ein gutes Werk getan, dass du dann über mich. Junge. Ach, ich habe doch früher auch immer ich komme aus Kunchen, ich bin gar nicht von hier, aber ich habe bei der Travierkirche gegessen. Das weiß ich. Ich war mal Bettler und ich stehe dazu. Aber eben mein Lebenswandel hat sich verbessert und jetzt wollte ich ganz gerne, weil ich weiß, dass eine schlimme Sache bevorsteht in Gareth, ein bisschen was dazu geben. Ja, Ömer, deine Geschichte kennen wir ja schon. Also die Travierkirche erzählt sich ja so einiges über dich. Ach, Ömer. Ja, dann geht's los. Ja, dann los, dann klären wir das und man schiebt die zwei Wechsel dahin. Ja, ich kann mal gucken, vielleicht kann man das einmal im Jahr einrichten. Wer weiß, wie schlimm es Wehrheim trifft mit den ganzen Flüchtlingen und ob das alles so kommt, wie ich das plane oder... Naja, es wird nicht schlimm sein, wenn dort Nahrungsmittel sind, die an die Armen verteilt werden. Punkt. Ja, und dieser stattliche Krieger ist ja eure Leibgarde? Im Moment begleitet er mich und wird mich wahrscheinlich beschützen. Das finde ich sehr toll, aber ich wollte ihm eigentlich ganz gerne ein paar Heiltränke spendieren, weil er ein starker Kämpfer ist und weil ich glaube, dass er sie gut gebrauchen kann, auch in den vorkommenden schlimmen Gegebenheiten, die uns bald treffen werden. Denn wir werden uns mit 20.000 Untoten anlegen und das wird nicht lustig. Naja. Da sagst du das auch immer. Das wird seine lustigen Momente haben, da bin ich sicher. Ja, deswegen bekommt er, Ravi, mein Freund, ein paar Heiltränke von mir spendiert. Ich muss die nur eben erstmal vorher kaufen. Ja. Ja, so könnt ihr dann gemeinsam durch die Stadt gehen.
die gute Travia-Geweihte wird sich dann ganz viele Geschichten von euch anhören. Wird ihr natürlich auch erzählt, dass die Travia-Kirche selber auch in dem letzten vergangenen Jahr viel von dir gehört hat, immer einfach weil du die Gänsekiele wieder beschafft hast. Das ist natürlich dann auch, hat natürlich die Runde gemacht, dass du die da abgegeben hast. Ja, und so könnt ihr dann mit Valgrid in Richtung Vex-Tempel gehen, auf der anderen Stadtseite. Und da dann einen Kontrakt heraushandeln, der dann über etwa 40 Quader gehandhabt wird, also 40 Tonnen, die dann da besorgt werden, verschifft, beziehungsweise dann mit Karren von der einen Station, da wo sie gekauft werden, irgendwo aus der Puniner Region, wird das dann alles in Lebensmittel investiert, dann verschifft nach Werheim. Ja, das wollen wir tun. Danach hätte ich ganz gerne noch irgendwie ein paar Heiltränke gekauft, ein paar ganz normale klassische Heiltränke für Raffi. Raffi, willst du überhaupt Heiltränke? Der letzte Zwerg, den ich kannte, ist leider gestorben, weil er keine Heiltränke verträgt, aber... Also ja. ich hab selber relativ viel Geld. Was kostet denn so ein Heiltrank? Unsere waren immer gestellt. Ich glaube, die kosten zwischen 10 bis 20 Dukaten, je nachdem, was man für Kurs rausgehandelt bekommt. Ach so, ja, ich habe keine Ahnung. Wie viele Heiltränke braucht man denn? 20.000. Wie viele Heiltränke braucht man wohl pro 1.000 Stück? Was denkst du? 2? 1? Also ich empfehle dir irgendwie so 5 Heiltränke und vielleicht zweimal Pastillen gegen Erschöpfung. Das heißt, wenn es dir wirklich richtig dreckig geht, du merkst, dass du richtig am Ende bist, weil dir die Puste fehlt, haust du so eine Pastille gegen Erschöpfung rein und dann ziehst du nochmal irgendwie nochmal einen halben Tag hinterher. Ah, gute Idee, Ömer, gute Idee. Ja, also dafür müsste ich eigentlich genug Geld haben. Er lehnt sich mal so an dein Ohr. Die Hälfte von dem, was du gerade gespendet hast. Ja. Sollte doch reichen, oder? Aber ich muss mir auch noch ein Pferd mieten. Was glaubst du, was kostet ein Pferd? Das lassen wir mal schön die Auftraggeber bezahlen, mein Junge. Die haben gesagt, die stellen uns, wenn wir was brauchen, also brauchen wir ein Pferd und dann stellen die das. Das ist dein Eigentum dann, aber peng. Am Ende wird sowieso keiner interessieren, ob das Pferd wieder zurückgibst, wenn wir erstmal jetzt hier unsere gute Tat vollbracht haben. Und wenn wir es nicht geschafft haben, naja, in der Armee als Untote stehen, mag da vielleicht auch keiner mehr nachkrähen, ob wir ein Pferd genommen haben. Da magst du recht ab. Kennst du denn jemanden, bei dem man Heiltränke und diese Erschöpfungspillen kaufen kann? Oder? Ich habe die damals mal hier gekauft in Gareth. Ich weiß nicht, ob der Typ noch da ist, wo ich zuletzt war. Das ist ein bisschen außerhalb, müssen wir uns einmal durch die Stadtmauer schleichen, aber kein Thema. Ja. Kriegen wir hin. Und so werden wir dann ein paar Sachen kaufen gehen und die Preise später ermitteln. Das Geld haben wir. Und damit ist die Sache für immer durch, was er machen will. Raffin, willst du noch irgendwas tun? Wenn wir draußen sind, will ich meine Waffe, wenn sie nicht schon Boron geweiht ist, Boron weihen lassen. Ja, kannst du dir den Boron-Tempel suchen. Der ist, wie gesagt, außerhalb im Süden der Stadt, ein paar Meilen runter. Ist das dann ein kleiner Weg über die Felder? Ah, das wirst du allerdings auch schaffen. Wie gesagt, große Einkaufstour durch Gareth. Da ist man erstmal einen halben Tag beschäftigt. Wenn nicht mehr.